Diese Jugend. Unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar. Keine Frage. Mir ist sie ehrlich gesagt etwas zu salzig. Gar nicht übel. Ich sehe mich mal etwas um. Und was wurde aus Fass? Den habe ich zum Glück nie mehr gesehen, aber bei Leuten von seiner Statur wird mir immer noch mulmig. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh oh. Ist noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf. Für meine erste Liebe. Ja, dann leg los. Wir sind's. Erzähl's mir ein andermal. Irgendwas gefunden? Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Kein Grund mehr, sich zu verkleiden. Wirklich? Dann noch ein letzter Salut. War eine Ehre. Wegen Rufus' Vorschlag. Also, die Ninja-Göre hat zwar alles einzeln versaut, aber ehrlich gesagt, bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol. Bitte versüßen Sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten. Unter anderem erwartet Sie die Möglichkeit, an einem Blut der Königin-Turnier teilzunehmen. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Ein richtiges Blut der Königin-Turnier. Komm. Herzlich willkommen, Leute, zu Kapitel 5. Eine Schifffahrt, die ist lustig. So sieht's aus. Wir nehmen natürlich am Turnier teil und wir werden uns auch den ersten Preis holen. So, auf jeden Fall willkommen. Willkommen, willkommen. Ihr seht hier schon Automaten und alles. Ihr könnt euch denken, hier geht nahe der Funk ab. Aber erstmal ab in die Lobby und erstmal checken, was da abgeht. Das Turnier beginnt in wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Auf den Gewinner warten eine Trophäe und außerdem ein fantastischer Preis. Für Passagiere ohne Karten stehen übrigens Decks zum Verleih zur Verfügung, also nur keine Zurückhaltung. Du spielst doch mit, oder? Schon möglich.
Vielleicht sehen wir uns ja. Zock dich im Finale ab, Oma. So sieht's mal aus. So, Leute, also erstmal mit Red quatschen. Teilnehmen? Ja, eure Spiele haben mich schon immer interessiert. Also, ich melde mich mal an. Ich glaub nicht, dass das klappt, Brudi. Ich bin wirklich untröstlich. Aber Tiere sind zur Teilnahme am Turnier leider nicht zugelassen. Wie bitte? Jetzt gibt's den Rager. Ich will den Geschäftsführer sprechen, Bruder. Du bist ganz gut in diesem Spiel, oder? Ja, ja. Schon. Aber auch gut genug für mich? Easy. Fetchen wir's raus. Mhm, okay. Hey, Ernst, was geht? Ich bin aufgeregt, ob ich das Turnier wohl gewinnen kann? Vielleicht mit etwas mehr Übung. Jetzt sei doch nicht so. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Richtig charmanter Bruder. Beim Kartenzocken gibt's kennen wir keine Freunde. Alright. Red, brauchst du Hilfe oder? Nimmst du teil? Was denkst du denn? Ich lass mir doch die schnicken Preise nicht entgehen. Da gibt's Preise, was denn für welche? Sag mal, willst du dich gar nicht umziehen? Meinst du den Anzug? Den habe ich richtig ins Herz geschlossen. Steht mir gar nicht schlecht, oder? Fast wie ein richtiger Seebär. Der Schalter ist frei. Der Schalter ist frei, mach mal jetzt hier hin, Bruder. Red, bist du fertig? Wünschen Sie am Blut der Königin-Turnier teilzunehmen? Yep. Wären Sie dann so gut, mir Ihren Namen zu verraten? Cloud Strife, yo. Cloud Strife. Oh, Herr Strife, wunderbar. Ich habe hier nämlich eine Nachricht für Sie. Für mich? Ja, dürfte ich sie Ihnen vorlesen? Es freut mich, dass du deine Reise mit Blut der Königin zu genießen scheinst, Cloud Strife. Weiter so, mein Freund. Gib dich ganz dem Blutrausch hin. Gezeichnet ein freundliches Phantom. Junge, Junge. Eine leidenschaftliche Nachricht, nicht wahr? Ist das ein Fan von Ihnen? Gut, dann sind Sie hiermit angemeldet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Turnier. Vorhang auf für unser allseits beliebtes Blut der Königin-Turnier. Die Cartoreros stehen bereits in den Startlöchern. Wem wird es gelingen, sich die begehrte Siegertrophäe zu sichern? Als Ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, Sie durch das spannende Geschehen zu begleiten. Und nun viel Spaß. Der Weg an die Spitze ist beschwerlich. Er will Schritt für Schritt begangen werden. Und mit erhobenem Haupt. Also, wenn ihr keinen Bock auf Blut der Königin habt, dann könnt ihr hier auch direkt aussteigen. Ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt direkt an den Counter gehen und... Oh, Barrett spielt gegen Chadley. Ich glaube, das geht nicht gut aus, nicht, Brody. Oh, unser erster Gegner ist hier so ein Otto. Oh, du bist mein Gegner? Wird mir schon voll cool. Ich heiße übrigens Felix. Freut mich, Mann. Wenigstens Felix ganz cool. Siehst ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Lass mal die Sonne rein, Mann. Wir lassen gleich die Sonne rein, Bruder. Können wir anfangen? Ohne Witz, Alter. Klar, dieses Geschwätz. Also dann, Fiesta Cartorero, caramba! Alles klar, Bruder. Jetzt machen wir mal einen Felix platt und dann erstmal zum warm werden. So, welches Deck nehmen wir denn mal für den Otto? Ja, das passt. So. Alright, das passt so. Gut, dann mal los. Also gut. Dann spielen wir gegen den Boy. Womit fange ich am besten an? Bruder, komm. Felix hat das Heft fest in der Hand und muss seinen Gegner auch spüren. Versuche ich es hiermit oder damit? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Felix hat offensichtlich seine Konzentration eingebüßt. Bereit. Was für ein genialer Zug von Cloud. Da war wirklich nichts Geniales dran. Sag ja, wie es ist. Eigentlich war es eher verhunzt. Felix hat das Heft fest in der Hand und lässt es seinen Gegner auch spüren. Der Sieg ist mir sicher. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel.
Das könnte funktionieren. Ja, wird's auch. Ich halte mich nicht zurück. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafen? Bereit. Sieht gut für mich aus. Der Sieg ist mir sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Könntest ruhig einen Gang runterschalten bei einem Anfänger. Nix Gang runterschalten, der wird abzogen bis zum Abwinken. Jawohl. 25-0, yo. Na Felix, lass mal die Sonne rein. Sieht aus, als hätte ich verloren, was? Na, war ja auch zu erwarten. Was für eine Versager-Einstellung. Also jedes Mal, wenn wir gewonnen haben, müssen wir zum Counter. Entschuldigung, Ladies. Also, Brudi. Die erste Runde haben Sie ja mit Bravour gemeistert, Herr Strife. Herzlichen Glückwunsch. Auch für die zweite Runde. Toi, toi, toi. Die erste Runde ist hiermit beendet. So, jetzt glaube ich, dürfen wir uns aussuchen, gegen wen wir spielen. Ich glaube, Tifa oder Aerith sind unsere Gegner. Wenn wir wollen. Also, entweder Tifa oder Aerith. Das letzte Mal habe ich gegen Tifa gespielt, wir wollen gegen Aerith spielen. Auf eine blutige Nase? Hast du Witze? Sehe ich etwa so aus? Na dann, let's go. Alles klar. Dann brauche ich mich ja nicht zurückhalten. Das will ich doch schwer hoffen. Na dann, los geht's. Right. Team Aerith ab. Okay, los geht's. Gut, dann mal los. Dann zeig mal, was du kannst. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Es sieht so aus, als gingen Aerith die Züge ganz leicht von der Hand. Brillant. Vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Nehme ich die oder die? Aerith steht mit dem Rücken zur Wand. Kann sie sich noch befreien? Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Bereit. So war das nicht geplant. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Ich glaube, du brauchst irgendwie ein Mädchen. Durchaus zu Recht. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Da sieht man mal, dass der Kommentator Zero Plan hat, wer hier gewinnt. Gar nicht schlecht, was? Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Ich halte mich nicht zurück. Die Partie verläuft ganz und gar nicht so, wie Cloud sich das wohl erhofft hatte. Aerith lächelt siegessicher und das durchaus zu Recht. Sieht gut für mich aus. Was labern die eigentlich für eine Scheiße, Digga? Ich habe auf allen Lanes gewonnen. Gar nicht gut. Die keine Ahnung von dem Game. Ja, das war's mit Kämpfen, Bruder. Was labern die hier? Erschreckt mich nicht so. Was soll man da sagen? 31-0. Ach, Mensch. Ja, keine Ahnung, fast verloren. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. Wir sind hier bei einem Turnier, Digga. Das geht gar nicht klar. Und Tifa, wie läuft's? Okay, dann gehen wir mal zum Schalter und melden unseren Sieg. Servus. Schaut, er hat sich schon ein Tattoo hinmachen lassen von uns. Sehen lassen, Herr Strife. Gut gemacht. Danke sehr. Ich hoffe, Sie kommen auch nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche wieder zurück. Das Ende der zweiten Runde ist eingeläutet. Das Turnier nähert sich langsam seinem Höhepunkt. Vorhang auf für die dritte Runde. Okay, dritte Runde. Gegen wen müssen wir da spielen? Also, ich glaube, Anja. Ne, ich kann aber nicht wählen diesmal, oder? Hey, doch. Das letzte Mal habe ich gegen Anja gespielt. Das wollte ich jetzt nicht. Da war easy. Ich glaube, draußen kann ich gegen Madame M spielen.
Und ich liebe Madame M. Oh yeah. So, Girl, was geht ab? Sieh mal einer an. So trifft man sich wieder. Mhm. Du wirst mich und meine gefühlvollen Hände doch wohl nicht vergessen haben. Nope. Dabei habe ich wirklich alles gegeben, als ich dich bei der Massage rangenommen habe. Wohl kaum. Wie könnte ich? Das war eine prägende Erfahrung. Aber darum geht es ja gar nicht. Unweiz. Warum sind Sie hier? Für eine Kreuzfahrt? Leider nicht. Aus beruflichen Gründen. In Midgar sind nämlich die Geschäfte eingebrochen. Deshalb will ich in Costa nach potenziellen Geldgebern suchen. Verstehe. Aber genug geplaudert, mein lieber Freund. Warum lassen wir nicht endlich unsere Hände sprechen? Auf geht's, Madame M, abziehen! Alright, 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 alright. Gut, dann mal los. Mal sehen, mit welchem Programm soll ich's versuchen? Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich knete dich so richtig durch. Bereit. Habe ich gestern zu deiner Mutter aufgezeigt. Kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Haben jetzt nur so Fingersprüche die ganze Zeit? Echt jetzt? Durchzukneten weiß. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Jetzt kommt es drauf an. Ja, ja. Ich halte mich nicht zurück. Ich verliere doch nicht etwa mein Fingerspitzengefühl. Madame M beweist einmal mehr, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Der Sieg ist mir sicher. Ha! Lass dir das bloß nicht zu Kopf steigen. Das ist schon rum, oder was? Madame M's Fächer bebt, und zwar vor Zorn und Wut. Cloud lässt seinen Gegner nicht. Guck mal, ich kenne jetzt aber keine Gnade, ich spiele es jetzt aus. Ha! Lass dir das bloß nicht zu Kopf steigen. Madame M's Fächer weht, und zwar vor Zorn und Wut. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Ha! Lass dir das bloß nicht zu Kopf steigen. Sieht gut für mich aus. Hat gerade überhaupt schon irgendeine Lane gegen mich gewonnen? Nicht überheblich, der Junge. 31-0, yo. Nein, 37-0. That wasn't hard at all. Also gut, du hast gewonnen, Cloud. Ja, das haben alle gesehen. Ich muss schon sagen, du verstehst es, deinen Gegner im Griff zu haben. Der Sieg geht an Cloud, ein aufsteigender Stern am Kartenspielhimmel. So sieht's mal aus, Brudi. Wir bitten Cloud, seinen Sieg am Schalter zu melden. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen. Oh, jetzt hast du eine Schärpe mit Cloud-Dingern drauf. Geiler Shit. Für die vierte Runde drücke ich ihm ebenfalls die Daumen. Vierte Runde? Gegen wen spielt man da jetzt? Ja, lass mal gucken. Vierte Runde. Who the hell is that? Ah, der Chadley war das. Ja, der Chadley war das. Ich glaube, das war der erste ernstzunehmende Dude. Wärst du so gut, gegen mich anzutreten? Na klar. Ja. Ich hatte von dem Roboter gehört, der am Turnier teilnimmt. Den wollte ich mal in Aktion erleben. Und wie war dein Eindruck? Mein einzig würdiger Gegner bist du. Aber auch du bist nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg zum Turniersieg. Natürlich. Ich erteile dir gerne eine Lektion. Oha! Ja, da wird eine große Waffe hier. Let's go. Gegen Chadley spielen. Here we go. Gut. Dann mal los. Mal los, würde ich sagen. Ist das im Angriff diesmal ein bisschen anders? Wir spielen es ein bisschen anders, ja. Initiiere Spielmodus. Für Chadley scheint alles exakt nach Plan zu verlaufen. Bereit. Daten analysiert. Siegeschance 100%. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Das kommt unerwartet. Korrigiere Berechnung.
Teddys Taktik ist fehlerlos. Wie wird sein Gegner reagieren? Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint jeden seiner Züge genau vorausberechnet zu haben. Bereit. Wenn es so weiterläuft, gewinne ich. So wird das nichts. Ich halte mich nicht mal kurz ab hier. Das gewinnen wir schon. Aber ich glaube, ich muss diesmal eine Lane opfern. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Der Sieg ist egal. Sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Ich mach nochmal zu. Bereit. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Die letzte Lane holen wir uns jetzt auch noch. Solche Fehler nicht. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, die Karten hat man normalerweise an der Stelle nicht. Also, ein bisschen ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. Aber bisher habe ich alle geohnt wie Little. Und wieder einmal hast du auf ganzer Linie überzeugt, Cloud. Ich drück dir die Daumen für den Turniersieg. Verehrte Damen und Herren, Cloud hat es tatsächlich geschafft und steht nun im Finale. Finale! Seine bislang stärkste Gegnerin treffen. Schafft er es, Gina von ihrem Hof zu stoßen? Oder wird die Regentschaft der Kartenkönigin fort? Wie es reicht für den Was, Schätzchen? Du bist also der Champion. Allerdings. Mein Name ist Gina Königin. Du darfst mich aber auch Gina die Geniale nennen. Meinst du das ernst? Klar. Ich habe bislang noch jeden besiegt. Wirst ja schon sehen, wenn ich dich abserviert habe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Let's get ready to rumble, ladies and gentlemen. So, meine Freunde, nächste Runde, Finale. Oh. Keine Preise, ist auch Schmutz. Aber die Musik ist gut dramatisch. Let's go! Gut, dann mal los. Mach's wenigstens etwas spannend. Okay. Oh, girl. Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Also gut, willst du schnell oder langsam verlieren? Ich halte mich nicht zurück. Brillant! Kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Sehr gut. So kann's weitergehen. Der Sieg ist mir sicher. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann! Gina wickelt ihr Gegenüber spielend um den Finger. Ich halte mich nicht zurück. Endlich mal etwas spannend. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd.
Bereit. Machen wir die Lane mal zu. Ich leg gerade erst los. Sieht gut für mich aus. Der Sieg ist mir sicher. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Ich halte mich nicht zurück. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Das wird jetzt gar nicht so ohne. Der Sieg ist mir sicher. Nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Ich leg gerade erst los. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Gina wirkt, als wäre sie sich ihres Sieges bereits sicher. Der Sieg ist mir sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln wie ein Wolf. That was actually not so easy, but... Das erste Mal eine Lane verloren, ist okay. Hauptsache, ich hab gewonnen. Wie ist das möglich? I'm just a game! Auf zwei Beinen ist eine Kunst für sich. Du tust sicher nicht. Da will doch tatsächlich jemand unseren Champion herausfordern. Ob sein Wunsch wohl Gehör finden wird? Und was hat unser Mr. X überhaupt zu bieten? Die Luft knistert vor Spannung. Hier nicht spielen lassen. Aber in dieser Kluft bin ich perfekt getarnt. Etwa nicht? In welcher Welt lebst du? Vielleicht durchschaust du meine Tarnung, alter Freund. Die anderen jedoch nicht. Das ist ja auch egal. Trittst du jetzt gegen mich an, Cloud? Aber sowas von, Bruder. Na. Was? Für heute habe ich mehr als genug. Cloud, los jetzt! Du schaffst das, Red! Ho, ho! Haut rein! Der tapfere Cloud scheint sich auf das Match einzulassen. Gut, freuen wir uns auf ein letztes Gefecht. Schön. Zeit für ein Duell. So, let's go. Okay. Ich weiß, Red war gar nicht so easy. Möge das Spiel beginnen. Kannst du wohl kaum erwarten, dich zu besiegen? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück.
geschlagen. Der Sieg ist mir sicher. Ungünstig. Doch aufgeben ist für mich ein Fremdwort. Bereit. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. So wird das nichts. Chill mal, Cloud, das wird schon was. Der Sieg ist mir sicher. Was denn, was denn? Gibst du etwa schon auf? Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Bereit. Irgendwie lässt sich das noch drehen, hat er gerade gesagt, oder? Ich halte mich nicht zurück. Das Ding ist so gewonnen. Sieht gut für mich aus. Der Sieg ist mir sicher. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Bereit. Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Sieht gut für mich aus. GG. Red got destroyed, yo. Ladies and Gentlemen. Ich räume meine Niederlage ein. Du bist wirklich stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. Wann hast du dir das alles beigebracht? Ein Jäger späht seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat ja gut funktioniert. Liebes Publikum, der Gesamtsieg geht an Cloud Strife. Heiltrank bekommen. GG. Normalerweise kriegt ihr da was anderes. Aber ich habe das Turnier schon gewonnen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Cartoreros und Toreras, die teilgenommen haben. Unsere Fahrt nach Costa del Sol verläuft planmäßig. Bitte genießen Sie auch den Rest Ihres Aufenthalts an Bord. War doch das machen wir. Ja, schon. Hat schon Bock gemacht, ja. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Du warst wirklich fantastisch. Und jetzt? Weiß jemand, wann die Fähre ankommt? Morgen. Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls hundemüde. Na, so. Warum nicht? Let's go down. Eine Sache wollte ich schon immer mal schauen im Spielvorschritt, ob mich das jetzt tatsächlich weitergebracht hat. Ach, Blut der Königin Turnier im Gold Saucer. Ja, okay, das muss ich noch gegen ihn spielen. Let's go. Zum Schlafen. Hier müssen wir rein. Sieht gemütlich aus. Also für alle, die auf Action stehen, bleibt dran. Mittlerer Ozean in der Nacht. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben einen Notfall an Bord. Passagiere werden in ihre Kabinen gebeten. Alles Militärpersonal, versammelt sich bitte sofort an Deck. Mhm. Militärpersonal? Das sind wir. Let's go, guys. It's time for some action.
geht's, Leute. Jetzt wird's spaßig. Oh, ihr seid gekommen. Ist klar. Ungeheuer überrennen das Schiff. In gewaltiger Zahl. Bitte, ihr müsst etwas tun. Ja, geht klar. Ich sehe nach, ob hier unten noch Passagiere sind. Könnte... Du, kannst du helfen? Natürlich. Danke. Hier lang. Don't take my girl away. Los, komm. Let's get the party started. So, hier könnt ihr euch nochmal abkieren, wenn ihr möchtet. Let's get the show on the road. Vorsicht! Hit! Und tschüss! Sicher ist sicher. Klaus, geh vor. So, jetzt ein bisschen Solo-Action angesagt, Freunde. Ihr könnt euch hier heilen, wenn ihr Bock habt. Ich brauch's jetzt nicht wirklich. Hoppala. Lass meine Ladung. Das war's. Holy sh. Okay. Ja, ja, aber die Biester sind zu den Kabinen durchgebrochen. Okay, dann gehen wir mal runter. Tifa. Hey, Girl! Du kannst gerade weg. Das sollte reichen. Yeah. Wie sieht's aus? Überall sind Ungeheuer. Und der Kapitän? Der wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Cloud, sieh doch! Wie ekelhaft. Richtig ekelhaft. Fatality. La wins. Die haben es wohl auf die Schwarzkutten abgesehen. Oh. Der Angriff ereignete sich in der Nähe von Costa del Sol. Ungeheuer sind plötzlich in das Schiff eingedrungen. Einige Gardisten, die zufällig an Bord waren, bekämpfen sie gerade. Und? Die Ungeheuer haben begonnen, mit Passagieren zu verschmelzen. Mit Männern in schwarzen Roben. Mhm. Und die Sicherheitsbehörde meinte, ich solle ihnen davon berichten. Ah. Ah, zu Recht, zu Recht. Eine neue Variante also.
Und dann auch noch basierend auf Fusion. Das bedeutet, dass sie nur die stärksten Gene in sich trägt. Captain, das ist ein epochaler Moment, an dem Sie da teilhaben dürfen. Und selbstverständlich brauchen wir schleunigst eine Probe davon. Was also soll ich tun? Wenn Sie mich bei meinem kleinen Experiment tatkräftig unterstützen, bekommen Sie ein hübsches Plätzchen in meinem Labor. Aber markieren Sie sich auffällig, damit ich Sie auch finde. Super witzig, Mann. Komm sofort wieder zurück! Klein nach Barrett. Schnell! Let's go. Unter Deck. We are ready to fight. Irgendwas erinnern mich diese Viecher. Und das, ey. Sicher ist sicher. Nichts überstürzt. Es geht los. Viel Erfolg. Jetzt erst recht. Zack. Jetzt. Das war ziemlich gut. Nur mal ganz kurz selber schauen, ob das auf dem Schwierigkeitsgrad normal ist, weil mir kommt es gerade so dermaßen easy vor. So, ist normal, alles. Ich wollte es nochmal kontrollieren. Aber ich muss auch zugeben, ich habe mittlerweile ein paar Kapitel, also das heißt ein paar, die Hälfte habe ich schon auf schwer durchgezockt. Deswegen wirkt es wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter. Diese Plasma-Entladungsgeschichte ist wirklich nice. Das erste nicht schlecht. Wie ihr seht, man rasiert da gut durch und heilt sich mit jedem Hit, den man eben auch macht, wenn man es mit TP-Absorption hoppelt. Megatrank, passt nicht mehr rein. Also tiefer schickt man gleich mal auf, warte mal, Kampfrauschsphäre in Richtung Schreier und ich will dich verlassen. Ziemlich schwach. Okay, Bruder, was ist dein Auftrag gerade? Los. Ja, bis hier und weitergehen. Wunderbar. Mal ein Zucken. Ach komm, wir brauchen uns jetzt auch da nicht mehr hinsetzen. Wir haben gar keine MP verbraucht bisher. Bist du bereit? AP sind voll. Let's go for the final. Wir müssen diesen armen Wichteln irgendwie helfen. Die wehren sich selber nicht. Haltet euch weg von denen! Diese Männer verschmelzen mit Ungeheuern zu extrem gefährlichen Kreaturen. Es ist meine Pflicht, sie unschädlich zu machen. Hey, warten Sie! Seine Passagiere beschützen.
It's time. Let's do this, ladies and gents! Roger, ich übernehme! Du bist am Zug! Nicht übertreiben! Zieh dich zurück! Okay. Okay, damage cap. Ich bin hellwach. Hier spricht Ihr Kapitän. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Probleme an Bord beseitigen konnten. Wir sind wieder auf Kurs und steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter strahlend blauem Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht.